Hallo liebe Gartenfreunde und willkommen bei Gärtner leicht gemacht zu diesem neuen Video. Heute mal wieder von zu Hause aus, denn ich vermute mal, wie bei mir und bei euch auch, es regnet die Tage ziemlich stark. Ja, also gärtnerisch geht momentan wirklich nicht viel im Garten, kann man wenig zeigen, kann man wenig machen und daher wollte ich hier von zu Hause nochmal auf das Thema Düngen eingehen, denn das werde ich häufig von euch gefragt, von euch Zuschauern. Für alle, die neu sind, gerne einschalten, Daumen nach oben nicht vergessen, tretet auch gerne meiner WhatsApp-Gruppe bei, den QR-Code einfach abscannen, dann könnt ihr euch jederzeit gärtnerisch austauschen, könnt somit auch mir eure Fragen stellen. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, warum ist es denn erstmal überhaupt wichtig, dass wir unsere Pflanzen düngen sollten? Nun, es ist wie bei uns Menschen, wenn wir Hunger haben, ja, dann sind wir ausgelaugt, dann sind wir erschöpft, dann sind wir mürrisch und so geht es genauso den Pflanzen. Wenn wir die Pflanzen gut mit Nährstoffen und Dünger versorgen, dann sind sie fitter, sie sehen viel besser aus, sie blühen kräftiger, sie wachsen besser und genau das ist ja für uns Gärtner das Wichtige dabei, dass wir den Pflanzen das geben, was sie brauchen. Bei der Düngung unterscheidet man häufig zwischen einer organischen Düngung oder einer konventionellen Düngung, sprich mit einem chemischen bzw. mit einem Kunstdünger. Ja. Nun, die organische Variante, die bevorzuge ich immer sehr gerne. Die organische Variante eben, sie ist für die Umwelt besser verträglich, auch für die Pflanzen. Und somit hat man auch eine tolle Langzeitwirkung bei einer organischen Düngung. Das heißt, die Nährstoffe stehen länger im Boden zur Verfügung. Nun, wie gehe ich vor, wenn ich organisch dünge? Man hat verschiedene Möglichkeiten. Entweder man düngt natürlich mit Komposterde. Ja, sprich, wenn ihr jetzt ein Beet anlegt, ein Staudenbeet oder ein Blumenbeet, dass ihr unter eurer Aushuberde einfach ein bisschen Komposterde untermischt. Kompost ist ja verrottetes Material von organischen Substanzen. Das heißt, die Nährstoffe, die dabei bei der Zersetzung freigesetzt werden, durch die Humanisierung der Bodenlebewesen, sprich die Regenwürmer kommen, zersetzen dieses organische Material und dann in Verbindung mit Regenwasser stehen diese Spurenelementen den Pflanzen zur Nährstoffaufnahme zur Verfügung, sprich sie wachsen dadurch viel besser. Dann, man kann natürlich mit einem Bodenaktivator düngen, das mache ich immer sehr gerne, einen Bodenaktivator von der Firma aus Corner zum Beispiel. Ja, das ist so ein staubartiger, ja, Dünger kann man nicht sagen, so eine Art Hornmehl, ja, es riecht sehr intensiv, aber sozusagen dieser Bodenaktivator sorgt, dass eure Böden fitter werden, es belebt das Bodenlebewesen, sprich die Kleinstorganismen, die Regenwürmer. Dieser Bodenaktivator steht den Lebewesen zur Verfügung. Sie fressen diesen, scheiden dann wiederum ihre Ausscheidungen aus und diese Ausscheidungen sind dann wiederum in Verbindung mit Regenwasser wieder als Nährstoffe für die Pflanzen im Boden verfügbar und auch die Bodenstruktur wird somit feinkrümlicher und verbessert somit die Struktur des Bodens. Ja. Also ein Bodenaktivator immer mal gerne hergehen, wenn ihr im Frühjahr die Staudenbeete oder die Pflanzbeete zurückgeschnitten habt oder eure Sträucher. Ich nehme immer eine Handvoll von dem Bodenaktivator, streue das pro Pflanze hin und kreide das ein bisschen in den Boden ein oder mit der Hacke ein bisschen in den Boden einarbeiten. Das langt in der Regel auch schon. Ja, dann ein konventioneller Dünger, ja, der zum Beispiel ein Palmendünger, ein Grünpflanzendünger oder ein Blühdünger für eine Geranie oder was auch immer ihr damit düngen wollt, ist natürlich nach der richtigen Dosierung bitte beachten, mit dem Gießwasser auszubringen. Ja. Sprich, ihr dosiert die Menge des Düngers, gibt es ins Gießwasser und somit geht das Gießwasser sofort an die Wurzeln und steht der Pflanze mit der Wassergabe schon somit zur Verfügung. Die Spurenelemente oder die Dünger, sagen wir mal, die Düngernährstoffe NPK steht meistens auf allen Düngern drauf. Das sind die drei Hauptnährstoffe oder Hauptbestandteile von Düngern. Ich meine, die Hersteller werben ja immer mit allen möglichen Düngervarianten. Es gibt einen speziellen Hortensiendünger, spezieller Rasendünger, spezieller Dünger für alle möglichen Pflanzen. Aber die drei Hauptbestandteile, N, nämlich Stickstoff, P, Phosphor und K, Kalium, ist in allen Düngern sozusagen enthalten. Ja. Klar, je nach Pflanze, nach Bedarf sind halt diese Spurenelemente oder die Bestandteile mehr oder weniger angepasst. In dem einen ist mehr Stickstoff, im anderen mehr Phosphor, in dem anderen mehr Kalium. Also da dürft ihr euch nicht beirren lassen, ob ihr jetzt einen speziellen Dünger für das und das. Die drei Hauptelemente sind immer die gleichen. Also ihr merkt schon, das Düngen ist somit von Vorteil und wichtig für die Pflanzen,
denn sie sehen einfach besser aus, sie sind dafür kräftiger, sehen optisch schöner aus und das ist ja der Sinn und Zweck beim Gärtnern, dass wir uns schöne, tolle, kräftige, vor allem gesunde Pflanzen heranziehen. Ja? Und jetzt gibt es natürlich die ein oder anderen Pflanzen, ja, wo dann meistens dabei steht, oder ich sage es ja auch immer, es gibt dann zum Beispiel Pflanzen oder Stauden gerade in dem Bereich, die ihre magere Böden, eher neutrale Böden bevorzugen. Aber ganz ehrlich, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe jetzt schon oft die Erfahrung gemacht, auch wenn ich jetzt Stauden habe, die aus dem Lebensbereich Stein zum Beispiel, Kalamakros ist ein Reitgras oder eine Katzenminze, die wirklich steinige Böden bevorzugt. Wenn man hergeht und solchen Pflanzen trotzdem eine kleine Düngergabe, gerade im Frühjahr verpasst, eine Handvoll oder eben ein Bodenaktivator, man sieht das Ergebnis deutlich. Die Pflanzen werden dadurch nicht beeinträchtigt, was die Blühfreudigkeit oder zu viel Nährstoffe. Ich finde immer, die Pflanzen sehen dann umso schöner aus, umso prächtiger, umso gesünder und auch das Blattgrün der Farben, das spiegelt sich einfach wieder. Und wie gesagt, ich gehe immer her, gebe den Pflanzen auch. Ja, wenn man oft sagt, Markerböden, gebe ich einfach eine Handvoll Bodenaktivator hinzu und die Pflanzen danken mir es mit noch besserem, schönerem Wachstum. Ja, also wie gesagt, eine kleine Einführung von mir ins Thema Düngen, warum es einfach wichtig ist, wenn ich oft gefragt werde, mit was oder warum düngst du oder so. Das wollte ich euch eigentlich näher bringen. Ich kann euch gerne mal ein Video zu den unterschiedlichen Düngerarten nochmal machen. Ich kann euch ein paar Dünger vorstellen, wenn euch das gerne interessiert. Wenn ja, lasst mich es gerne wissen. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, tretet gerne meiner WhatsApp-Gruppe bei, abonniert gerne den Kanal, schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Ihr findet zahlreiche Videos ums Thema Bananen, Palmen oder auch Stauden, Staudenverwendung, Pflanzenverwendung, Pflanzenvermehrung. Also für alle, die neu sind, schaut euch gerne weiterhin auf meinem Kanal um. Bleibt gerne dran, teilt meine Videos, würde mich sehr gerne freuen. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr Fragen habt, immer gerne Fragen, auch gerne in der WhatsApp-Gruppe an mich persönlich oder auf Instagram, wo auch immer. Ich würde sagen, macht's bis dahin gut. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder bei Gärtnern leicht gemacht. Ciao, bis dann.